Herzlich willkommen zu Diagramme mit Excel. Die Videos, in denen ich dir zeige, wie du mit der Software Excel Diagramme erstellen kannst. Dies ist ein Mathematik macht Freude Freunde Video und ich bin die Katharina. In diesem ersten Video schauen wir uns an, wie du Excel startest, wie du Daten eingibst, wie du dann die Arbeitsmappe speichern kannst und später natürlich die Dateien auch wieder öffnen. Erster Schritt: Wo finde ich denn das Programm? Zum Beispiel hier unten auf der Titelleiste. Wenn es schon da ist, dann klickst du es einfach an und Excel startet. Falls es nicht da ist, musst du suchen. Hier unten bei der Lupe gibst du den als Suchtext den Namen des Programms ein, drückst dann die Enter-Taste. Und da ist auch schon das Programm. Und wenn du jetzt da drauf klickst, dann wird es gestartet. Und das ist das Ergebnis. So sieht das jetzt aus. Das ist die Oberfläche von Excel. Und du siehst hier, dass du Zeilen und Spalten hast, wo du Daten eingeben kannst. Beginnen wir mal links oben in diese Zelle, die A1 heißt, einfach das Wort Name hineinzuschreiben. Ich möchte nämlich eine Liste von Namen und von Größen anlegen. Ich klicke dann in die Zelle B1, schreibe Größe, und in der Zelle A2 kommt der erste Name hinein, Anton, in der Zelle B2 seine Größe, in der Zelle A3 der nächste Name, in der Zelle B3 die nächste Größe. Und weil das ein bisschen anstrengend ist, schreiben, klicken, schreiben, klicken, immer von der Hand auf die Maus und zurück, zeige ich dir auch noch einen Trick. Du kannst jetzt nämlich auch in die nächste Zeile springen, indem du die Enter-Taste drückst. So, und schon bin ich in A4 und habe die Hand nicht mehr von der Tastatur nehmen müssen. Hier kann ich den nächsten Namen schreiben: Claudia. Und mit der Tabulator-Taste, so sieht sie aus, springe ich in die nächste Zelle in derselben Zeile. Und ich gebe die Größe ein und drücke wieder Enter und schreibe den Namen und drücke die Tabulator-Taste. und drückt die Tabulatortaste und schreibt die Größe und wieder Enter und den Namen und die Tabulatortaste und die Größe und so weiter und so fort. Und weil ich so stolz bin auf das, was ich hier erzeuge, möchte ich das dann natürlich auch speichern, so ich es wieder verwenden und wiederfinden kann. Zum Speichern gehst du oben im Menü auf den Eintrag Datei. Wenn du den klickst, verändert sich alles und hier gibt es den Eintrag Speichern unter, wenn du da drauf klickst, Siehst du viele Speichermöglichkeiten? Wir schauen uns die einfachste an. Durchsuchen. Und schon ist da der Explorer und du kannst dir aussuchen, in welchen Ordner du das Ganze speichern willst. Vielleicht direkt auf den Desktop oder unter Dokumente. Je nachdem, wie es auf deinem Computer aussieht. Du wirst sicher wissen, wo der richtige Platz für deine Dateien ist. Dann gibst du noch einen Dateinamen ein. Du kannst deiner Datei einen sinnvollen Namen geben, so dass du sie später ganz leicht wiederfindest. Das machst du hier und statt Mappe 1 schreibe ich Excel Beispiel hin zum Beispiel. Und wenn ich jetzt auf Speichern drücke, dann wird die Datei gespeichert unter dem Namen. Du siehst, oben in der Titelleiste hat sich was verändert. Da steht jetzt der Name, den ich gerade erfunden habe, auf einmal da. Zusammenfassung. Excel startest du entweder in der Taskleiste und wenn es dort noch nicht ist, dann über das Suchfeld. Ein Blatt in so einer Excel Arbeitsmappe besteht dann aus Zeilen und Spalten und die einzelnen Zellen kannst du einfach anklicken und Daten eingeben. Speichern geht mit dem Menü Eintrag Datei, Speichern unter und dann suchst du den Ort aus. Machen wir weiter. Wie kannst du denn die Datei dann wieder finden? Wenn du Excel gestartet hast und eine Datei wieder öffnen möchtest, klickst du wieder auf Datei und auf Öffnen. Und dann findest du sehr sehr wahrscheinlich deine Datei hier in dieser langen Liste von den Dateien, die neulich gespeichert worden sind. Das ist der einfachste Weg, eine Datei wiederzufinden und wenn du sie jetzt anklickst, dann geht sie schon auf. Da ist sie schon. Probier es doch einfach einmal aus, wenn du Lust hast. Fassen wir noch einmal zusammen, Datei öffnen. Geht wieder im Menü Datei, du klickst dann auf Öffnen und suchst die Datei aus der Liste. Damit ist der Einstieg in Excel geschafft und wir können mit den Diagrammen bald weitermachen.